Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten und am schnellsten auf YouTube wachsen könnt. Das Ganze werde ich euch natürlich aus meiner Erfahrung zeigen. Das heißt, ich werde euch zeigen, womit ich am besten natürlich die besten Erfahrungen gemacht habe. Es kann natürlich sein, dass es bei anderen Leuten nicht so gut funktioniert. Trotzdem glaube ich, dass es eigentlich vor allen Dingen bei allen Kanälen, die so ungefähr in meiner Abonnenten-Range sind, auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren sollte. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Schreibt natürlich auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir natürlich uns als erstes mal ein paar Statistiken an, um natürlich darauf dann auch erstmal sehen zu können, wie man denn am schnellsten wächst. Ihr könnt hier auf jeden Fall bei meinem Kanal schon wieder sehen, dass die Aufrufzahlen und alles deutlich höher gehen. 27% jetzt in den letzten 28 Tagen im Vergleich zu den vorherigen letzten 28 Tagen. Das ist auf jeden Fall ein krasses Wachstum und das kommt natürlich nicht einfach so. Also ich habe jetzt nicht die 27% einfach nur dadurch, dass ich irgendwie Glück hatte, ein gutes Video gemacht hatte, was keine Ahnung 2000 Klicks oder so bekommen hat, sondern das sind ganz, ganz andere Gründe, warum man so ein Wachstum hat. Und da kann ich euch auf jeden Fall auch schon mal vorweg sagen, dass YouTube nichts mit Glück zu tun hat. Zumindest in 99,9% aller Fälle hat das nichts mit Glück zu tun, sondern ist einfach ein Leistung erbringen und davon natürlich auch Gegenleistung bekommen. Und in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es eben manchmal einen YouTuber, der von einem großen YouTuber gepusht wird und dann hat man da vielleicht mal Glück, aber in den meisten Fällen kann man das auch locker ohne so einen Push schaffen und das will ich natürlich auch für euch alle als Motivation machen, denn es kann natürlich jeder schaffen, Aufrufe und Abonnenten zu bekommen. Ihr müsst natürlich dabei bedenken, dass es teilweise sehr, sehr lange dauert. Da kann man das Ganze natürlich jetzt am Anfang nicht so wirklich leicht sehen, da eben halt dort die ganzen Videos noch nicht so viele Aufrufe hatten. Allerdings sieht man auf jeden Fall ein relativ konstantes Wachstum. Natürlich gab es hier einmal ein Video, was wirklich guten Schlag nach oben hatte, was dann natürlich auch so ein gewisses bisschen gepusht hat. Allerdings ist es eben halt jetzt nicht irgendwie der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich so krasses Wachstum hatte. Aber das viel wichtigere daran war eigentlich, dass ich wirklich durchgezogen habe. Also ihr seht hier eben halt davor eigentlich kaum Aufrufe bekommen, mal 24 hier. Und dann hatte ich eben halt tatsächlich Anfang Dezember begonnen, konstant Videos zu machen. Und dann seht ihr auch, wenn ich mal hier langsam durchgehe, das sind konstant über 100 Aufrufe pro Video. Und das nur, weil ich eben halt täglich tatsächlich Videos gemacht habe. Wird jetzt leider hier nicht angezeigt, deshalb kann ich euch das nicht direkt zeigen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Zeit von Anfang Dezember müsste, glaube ich, so ungefähr um den 28. November bis dann auch Ende Dezember gewesen sein, wo ich wirklich daily Videos geuploadet hatte. Und das hat natürlich dann auch wahrscheinlich dazu beigeholfen, dass dieses eine Video dann extrem krass war. Danach hatte ich eine kurze Pause gemacht, deshalb war dann hier auch wieder ein bisschen die Aufrufe eingebrochen. Danach war ich dann wieder etwas konstanter im Januar. Dort gingen dann die Aufrufe auch wieder konstant auf einem Level. Dadurch, dass dann die Videoqualität gesteigert ist, bekommt man natürlich mehr Bewertungen, mehr Kommentare und alles. Und dadurch ist dann letztendlich das Wachstum auch nochmal zusätzlich gestiegen. Außerdem natürlich auch so ein bisschen was da mit reinspielt, dass natürlich viele Leute zu Hause sind, wodurch die Aufrufe natürlich auch nochmal zusätzlich gepusht werden und dann ging es eben halt eigentlich immer so höher. Hier war ich ja immer noch nicht im Homeschooling, also das war der Tag eben halt, wo Homeschooling begonnen hat und dort hatte ich schon 500 Aufrufe und es wirklich durch konstantes Durchziehen einfach, ihr seht, das ist ein wirklich sehr, sehr konstantes Wachstum. Dann natürlich hier dieser eine Ausschlag, das war eben halt, waren ein paar besondere Videos auf jeden Fall, genauso wie das, wo ich an einem Tag einfach fucking 9000 Aufrufe gemacht habe. Das war natürlich krass, hat gut gepusht, hat mir 500 Aufrufe bzw. Abonnenten gebracht. Dadurch hatte ich dann auch nochmal 500 Abonnenten zusätzlich bekommen und man muss eben halt sehen, dass so ein Video nicht einfach so kommt, sondern das kann eben halt immer und immer wieder kommen. So hatte ich beispielsweise so ein Video schon ganz am Anfang, wo ich mit YouTube begonnen habe, dann im Dezember nochmal, also es kommt wirklich regelmäßig, dann wie gesagt dort nochmal im April, dann hatte ich auch nochmal so ein Video im Mai, wo das wirklich krass abging und solche Videos häufen sich mit der Zeit immer, immer mehr und es ist eben halt kein Lucky Fall, dass so ein Video mal viele Aufrufe bekommt. Und ich glaube, an diesem Videoverlauf kann man auf jeden Fall schon mal sehen, dass es sehr, sehr wichtig ist, konstant Videos abzuladen. Deshalb ist es auch wichtig, falls ihr im Urlaub geht und einen Daily Video-Upload-Plan habt, dass ihr dann auch Daily Videos uploadet, dass ihr keinen Tag aussetzt. Das ist wirklich so eine der wichtigsten Sachen und manchmal auch der nervigsten Sachen, die man so an YouTube hat. Denn ein Tag, wo man kein Video hat, ist man direkt aus dem YouTube-Algorithmus raus. Deshalb geht es wirklich einfach nur darum, konstant Videos
Videos zu machen und dort einfach den dauerhaften Hustle rauszuhauen. Und deshalb ist es eigentlich auch besser, wenn ihr sagt, ihr macht, keine Ahnung, zweimal pro Woche Videos, anstatt die eine Woche dann mal 7 Videos, die andere Woche dann gar keine Videos. Das bringt euch nämlich deutlich weniger, sondern habt einfach konstanten Upload-Plan, dann sollte das locker einfach gehen. Und ansonsten müsst ihr natürlich versuchen, eure Qualität in den Videos auch zu verbessern, denn die Qualität ist nun mal auch neben der Quantität ein ausschlaggebendes Argument, denn ohne gute Qualität werdet ihr logischerweise natürlich nicht viele Abonnenten bekommen, nicht viele Bewertungen, nicht viele Kommentare bekommen und dadurch werdet ihr logischerweise natürlich auch nicht so viel vorgeschlagen und dann bringt euch viel Quantität auch nicht. Deshalb muss man eben halt wirklich einfach so ein Mittelding zwischen Quantität und Qualität finden. Leider ist es immer noch so, dass Quantität insgesamt mehr bringt. Trotzdem lieber ein bisschen mehr auf Qualität setzen und keine Daily Uploads machen. Allerdings würde ich dann, falls man nur einmal pro Woche Videos machen kann, würde ich dann eben halt nicht noch seltener darauf gehen, denn ansonsten wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Ansonsten ist das aber eigentlich schon das große Geheimnis, was man braucht, um wirklich gute YouTube-Videos zu machen, beziehungsweise um auf YouTube gewisses Wachstum zu haben und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen. Wenn es sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.